Okay. Jetzt sollte es weitergehen. Okay, schaue ich mal, wie das alles läuft mit dem Zeichnen und dem Streamen gleichzeitig. Schaue ich mal. Alles funktioniert. So. Sieht schon mal gut aus. Ob alles funktioniert. ASFD schreiben. Ja, genau. Passt. Wunderbar. So werde ich dann mal die. Werde ich den Schmarrn mal ein bisschen färben. Okay. So, was ich hier tue, ist sind bestimmte Flächen, die ich in einer Farbe haben möchte, gleichzeitig markieren. Und dann seht ihr gleich, was ich damit anstellen werde. Ah, Quatsch. So. Das habe ich noch nicht markiert. Hier, die gehören noch markiert. Das können wir noch markieren und ich mal das hier, das da. Weiter geht's. Markieren. Ob ich die eine Fläche da markieren sollte? Die Teile werde ich auf jeden Fall markieren. Hier, da. So schaue ich jetzt mal weiter. Mit Rechtsklick kann ich eine Ebenenmaske machen. Genau. So, werde ich noch den Teil hier markieren. So, da werde ich noch ein bisschen nachschrauben. Passt. Hab mich nur gerade wegen etwas gewundert. Okay. Den Rest
schätze ich mal, färbe ich mit einer. Den Pott tue ich markieren. Ich schätze mal, die Polster hier, die kriegen eine eigene Farbe. Ach, hallo Jill. Der zeichnende Boss. Ich bin nicht unbedingt ein Boss, aber okay, wenn du mich so nennen willst, dann gerne. Markierungsfläche anzeigen. Okay, das sieht hier schon mal gut aus. Okay, was habe ich hier alles Hübsches markiert? Okay. Das kann ich auch noch markieren. So. 3 Zuschauer gerade. Und einer davon bin ich. Wer ist der andere? Zeig dich. Ich hab gesagt, zeig dich. Also echt jetzt. Naja, egal. Tauri hat, schätze ich mal, 3 verschiedene Farben, die sie hauptsächlich benutzt. Genau, Frechheit. Eines davon wäre blau. Die Farben werde ich noch irgendwie bearbeiten. Das andere wäre. Sie hat mal erwähnt, dass sie schwarze Waffen am liebsten hat, so recht schwärzere. Aber ich werde das mal wieder eine Blaustufe machen. Und die Linien, die sie hier hat, mache ich magenta. Rötlicher. Heller. Nicht so stark in Quatsch. Wundervoll. So. Ich kann immer nachschrauben Ah, Quatsch. Das wollte ich jetzt nicht. So. Wozu machst du das? Einfach so. Weißt du, Jill, oder Tada. Ich weiß nicht, wie du dich umgenannt hast, aber weiß ich nicht, ist so komplizierter Name. Ich mach das, weil ich mir dachte, hey, die andere Hololive Members haben auch eine eigene Waffe wie Tadajiro, genau. Okay, Jiro. Ich dachte mir einfach mal, wenn andere Hololive-Members eine eigene Waffe haben, warum sollten nicht auch deutsche VTuber eine eigene Waffe haben, auch wenn diese Waffe deutlich komplizierter ist als das, was die Hololive-Members haben. Außerdem ist Fanart für mich oder halt sowas Design eine fantastische Übung, weil ich sonst keine anderen Ressourcen habe, wenn es um Character Design geht. Das ist eine richtig gute Übung. Das könnte ich echt empfehlen, Fanarts machen oder halt Eigenkreationen, was man aus den Fanarts macht. Was ich hier habe, ist ein ist eine Alpha-Tinte. Da kann ich mit der gleichen Stiftgröße radieren. Das ist genau das gleiche wie Radieren, nur, ja. Die ist aber heftig. Ja, danke. Da wird noch was Heftigeres draus.
Ich habe noch was vor. Ich werde hier was öffnen. Wo ist das? Wo ist das? Du siehst es gerade nicht, weil ich bloß auf das ein. Da ist es, da ist es. Tauri mit ihrem Hamsterblaster in einer Pose. Ja, genau, das ist eine Bazooka. Das ist eine einhändige Bazooka, die ich designt habe. Du weißt schon, damit die andere Hand frei bleibt für was weiß ich was. Wenn du da schon auch mit Holy antwortest, dann sage ich dir mal, was die da dann willst du nicht wissen, was diese Waffe alles drauf hat von Fähigkeiten. Auf Clip Studio muss ich immer ein bisschen nachjustieren, wenn es um die Färbung geht. Ich meine, allzu schlimm ist es jetzt nicht. Aber es ist schon recht ärgerlich, dass es nicht unbedingt so funktioniert, wie man es haben möchte. So. Ja, das würd ich auch sagen. Fang's zeichnen. Man macht's zeichnen weiter, genau. Die Polster lasse ich etwas mehr schwärzer sein. So. Ich werde noch ein bisschen den Kontrast von den Farben etwas verändern, damit es mehr metallisch aussieht, wie. Wer weiß schon. Was ich dir unter Zeichenprogramm geben kann, falls du mit einem Grafiktablet oder so arbeitest, habe ich hier eine Stabilisierung hingelegt, sodass. Quatsch. So. Sodass, egal wie viel ich rumfusche mit dem Stift, dass ich eine etwas. Ich habe ein XP. Ich habe ein XP Pen Artist 12. Also der Stabilisierungstool, der auf den meisten Stiften ist sehr, kann sehr helfen, wenn es um bessere Lineups geht. Bei dem Stift zum Beispiel habe ich die Stabilisierung absolut rausgetan, deswegen kann ich so viel kritzeln, wie ich möchte. Ich meine, natürlich kann man auch die ganze Zeit üben, die Lines ein bisschen besser zu machen, aber ich würde sagen, wenn man schon einiges drauf hat, dann nimmt es einen von den Fähigkeiten nicht weg, wenn man die Arts arbeitet. Und habe einen Huayan GT ist auch von SCP. SCP? Redest du von der SCP Foundation? Mama, arbeitest du bei der SCP Foundation? Das würde mich jetzt richtig wundern. Okay, ich schätze mal, ja, Steuerung U heißt es. Genau. Mit Steuerung U kann ich die Luminanz ein bisschen ändern. Da steht CSP. Ach du Scheiße, ich hab's Lesen verlernt. Ja, okay, man muss wohl noch ein bisschen nachdenken, wenn es um diese ganzen Abkürzungen geht. Hier kann ich die Sättigung ein bisschen einbauen, sodass es ein bisschen mehr metallisch aussieht. Weniger. Ich meine, es soll immer noch cute as fuck aussehen. Du bist ein SCP. Was für eine Nummer hast du denn? Was für eine Gefahrenstufe bist du eigentlich? Steuerung U.
Genau. Da werde ich auch noch ein bisschen an der Luminanz arbeiten. SCP-1 ist bloß schon vier Nachdigits haben oder so. Was für ein Programm benutzt du eigentlich zum Zeichnen? Es ist Clip Studio Paint. Ach so, deswegen CSP. Ach so. Sag das doch gleich, Alter. Hast du genügend Zeit, um zu schreiben? Ist ja nicht so, als hätte ich andere Leute, die mir zuschauen. Clip Studio Paint, gute Wahl. Ich meine, mein Vater hat's mir zu Weihnachten gegeben, dann habe ich nachgeschaut und so ein Pro-Paket kostet einfach über 40 Euro. So, ich werde das schon weiterhin in die. Ich werde ganz weiß auslassen, denn ganz weiß ist irgendwie blöd. Deswegen ist es ja eine Abstufung von Weiß, oder? NH, neuestes Programm. Gott, ich muss Internetsprache echt lernen. Welche Farbe wird dann das hier haben? Ist halt ein nices Programm, oder? Ja, wurscht. Warte. Ah, okay. Quatsch. Ja, okay, muss ich halt nachjustieren. Ja, mir geht's genauso, Jill. Oder, ja, wie dein anderer Name ist. Aktualisier das mal auf Twitch, okay? Ne. Ah, okay. Internetsprache. Nervt mich jetzt schon. Warte, was habe ich hier hingelegt? Wahrscheinlich sind es die Herzen, die ich da markiere. Ja, okay, vielleicht kommst du ja wieder, kann sein. Oder du mutest mich und schreibst gelegentlich was rein, das geht auch. Mal schauen, wie du das hinkriegst, ha. Ah, so ein direktes Rot. Ach du Scheiße, das sieht ja kacke aus. Werde ich an der Luminanz wieder ein bisschen arbeiten müssen. Das. Farbton ändern. Na, also. So. Muss ich immer nachgucken. Quatsch. Quatsch.
So, jetzt aber. Ja, ich kann Menschen zeichnen. Ich meine, guck, ich kann Menschen zeichnen. Wenn Menschen zeichnen, da habe ich mich am ehesten mit auseinandergesetzt. Warte, ich muss was trinken. Klar kann ich Menschen zeichnen. Ich meine, das ist die erste Waffe, die ich, das ist die erste Schusswaffe, die ich jemals konstruiere, also, ja. Bist jetzt am PC, sehr schön. Naja, falls du dich fragst, ich habe hier eigentlich auf Blau eingestellt, aber kann trotzdem einfach. Warte. Ah, scheiße. Ah, sorry, Tablet hat gerade Probleme gemacht. So. Jetzt aber. Warte, ich muss noch ein paar. Okay, passt wieder. Oh, Scheiße. Gehe ich das mal speichern zur Sicherheit. Okay. Der hat gerade ein. Ne, der. Mach mein. Grafiktablet ist gerade kurz weg gewesen. Keine Ahnung wieso. So. Warte, was wollte ich gerade machen? Ah ja, stimmt, weiter. Ich wollte erklären, wie das mit den Ebenenmasken funktioniert. Denn die Ebenenmasken sind für mich absolut nützlich. Du kannst bestimmte Teile weiß schon, markieren und die dann man kann damit bestimmte Teile markieren und dann im Nachhinein diese Teile anmalen oder über die Teile drüber malen, sodass die markierte Fläche so weiterhin bleibt. Aber natürlich werden auch einige Markierungen überstehen. Mann, jedes Mal. So. B-b-b-b. Ich schätze mal, ich werde dieses Device hier umfärben. Warte, das mache ich mal weg. So, dass mir das Markieren ein bisschen leichter fällt. Dann kann ich das ausschneiden. Dann ist das hier weg. Quatsch! Das wollte ich nicht. Okay. Das wollte ich. Dann kann ich das hier weiß färben. Oder eine Variation von Weiß, das viel angenehmer ist. Genau. Ah, du hast deinen Namen tatsächlich umgeändert. So, Jiru. So. Um Weiß zu vergräulichen, muss ich tatsächlich ein bisschen an der. Ah, das sieht kacke aus. Das sieht schon besser aus. Muss ich an. Muss ich an. Wenn man.
dass es für mich angenehmer ist. Ja, so zu zeichnen, wie ich es gerade tue, ist gerade etwas angenehm für mich. Ich glaube, ich werde. Warte, Lücken schließen werde ich hier ein bisschen runterdrehen, oder? Quatsch. Mann! Mann! Dann nicht, dann. Tu nicht markieren, wie ich es möchte. Das geht auch. Bastard. Okay. So viel ich weiß, haben Waffen nicht wirklich äußere Schrauben, aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine nette Ästhetik. An was erinnert dich die blaue Farbe? Also, wissen tue ich es nicht, weil wahrscheinlich irgendwas Perverses. Metagross. Ja, Metagross ist viel mehr grau wie. Warte, ich dachte gerade an Shiny Metagross. Ja, ja. Jetzt, wo du es sagst. Shit, ist das eher eine Metagross-Waffe oder eine Tauria-Waffe? Toll! Dankeschön, jetzt gibst du mir schlechtes Gewissen. Danke. Bastard. Aber ich schätze auch nicht, dass eine andere Waffe mehr Tauria passen würde wie eine einhändige Bazooka. Und sieh dir das an. Das ist ein Getränkehalter. Eine Mischung aus Metagross und Portal 2. Ah, okay. Ja, okay, die Doom-Waffen, die sind auch nicht unbedingt eigene Waffen. Okay, die sind auch angelehnt an andere Waffen. So werde ich noch die Ohren ein bisschen einfärben. Shit, das wird dämlich. Maske markieren. Dann werde ich hier ein bisschen justieren. Ein bisschen mehr ins Rötliche hingehen. Dann in die Graustufen. Abzweigen. Bisschen heller. Wundervoll. Ich hab von Portal 2 gehört. Also dieses Puzzle-Portal-Spiel da, davon habe ich einiges gehört, aber viel mit Videospielen auseinandersetzen tue ich mich jetzt nicht unbedingt, also. Aber auch gerade. Ja, aber du musst Schule machen. Ja, okay, eigentlich muss ich auch Schule machen. Ich habe zwei Referate vorzubereiten und ich bereue gar nichts. Vielleicht bereue ich es im Nachhinein. Wie immer. So. Überall Hamster- und Herzsticker. Wie es sich gehört auf einer Bazooka, die einem Mädchen gehört. Sieht schon mal gut aus. Also die eigentliche Farbe wäre eigentlich jetzt. Ob ich die Energiestrahlen etwas abändere? So ein bisschen.
Nein. Oder? Heller? Gesättigter? Etwas mehr weniger gesättigt? Mehr ins Rote gehen? Mehr ins Lilane gehen? Gott, ich bin so ein Perfektionist, es ist brutal. Mann, auf meinem Stream sieht es aus, als würde ich aus magischer Kraft einfach die ganze Farbe wechseln können. Ich meine, ja, ich tue es ja auch mit magischer Kraft wechseln, aber... Ihr seht nicht den Prozess, was für eine Magie ich in Wirklichkeit benutze. So, für was ich hier machen kann, nein, kann ich nicht. So, ich kann hier auch immer die ganzen Masken anwenden. Und hier kann ich dann am Licht arbeiten. Immer mit Layer arbeiten, wenn du im... Ah, du kriegst... Mal machst du dir eine eigene Waffe. Mann, ich überlese die ganze Zeit. Der Chat ist einfach hinter meinem Mikrofon. Vielleicht muss ich das ein bisschen besser justieren. Hast du schon Ideen für deine eigene Waffe? Ordnen macht Spaß. Tue ich das einordnen unter Accessoires? Ich schaue nicht wirklich auf französische Rechtschreibung. Sie ist sowieso dumm. Wundervoll. So. Was ich hier machen kann, ist die ganze Ebene duplizieren. Und sie... Und sie nochmal duplizieren, habe ich gesehen. Und schätze ich mal unter... Wo war das nochmal? Filter. Weichzehren. Gäuschische Dingsterfilter. Und dann kriege ich hier so ein... Sollte ich hier so ein Lighting-Effekt kriegen. Wundervoll. So, was ich Auswahl der Ebene, Auswahl der Stellen, was ich hier noch machen kann, ist ein bisschen am Licht rumzufuchteln. Warte.
Da ist was falsch, oder? Da ist was falsch. Jetzt aber. Doch nicht. So ein kleiner Lighting-Effekt reinhauen. Schaden kann's nie. So bin weg. Ah, du warst weg. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Was für eine Waffe? Hast du dir schon mal eine Waffe ausgedacht? Warte, das ist nicht leichter machen. Ich habe das auf Schlagschatten eingestellt. Ach du Scheiße. Leider nicht wirklich. Wenn ich hier auf hervorheben. Nein, das wird alles schlimmer machen. Sanft. Bleibe ich auf sanft. Ich glaube, ich werde am Ding noch ein bisschen weiter justieren müssen. Quatsch. Warte, was war meine Frage noch mal? Mann, meine Amnesie schon wieder. Ah, ach so, stimmt. Warum ich frage? Ja, ich bin einfach interessiert. Interessierter Mensch, interessierte Person, genau, ich bin kein Mensch. Ich bin einfach interessiert, verstehst du? Weil, keine Ahnung, es fasziniert. Einige Sachen faszinieren mich halt, wie die Ideen anderer Leute, damit ich sie klauen kann, natürlich. Wieso denn sonst? Nee, Quatsch. Es ist einfach nur ein ungesundes Interesse an andere Leute. Deswegen stelle ich gern Fragen. So, ich habe hier schon mal ein Licht gemacht. Deswegen werde ich versuchen, Shading einzubauen und Lighting. Das wird schwierig. Was ich stattdessen tun kann, sind ein paar Details. Ja, es sieht klasse aus. Ja, das ist immer. Es gibt für alles ein erstes Mal, Jill. Jiru, genau. Ich meine, das ist auch das erste Mal, dass ich eine Waffe designe, also. Ich wollte ein paar Details einbauen. So als Anzeichen für ein paar Kratzspuren oder sowas. Das kriege ich gerade irgendwie nicht hin.
Ja, so eine eigene Waffe. Ich meine, für mich selber habe ich auch schon kleine Ideen gebracht. Weißt schon. Mann, Scheiße, sieht das nicht aus, nur sieht das wieder aus wie ein Sticker. So eine eigene Waffe wäre schon ziemlich geil, also würde ich auch sagen. Und stell dir vor, irgendein Furry-Typ kommt zu dir her und sagt dir, yo, umsonst mache ich dir mal eine eigene Waffe. Mir gefällt das nicht. Ich schätze mal, das lasse ich mal so. Dann werde ich mal diese Ebene hier duplizieren. Einmal für Lighting und einmal für Shading. Das werde ich auf eine extra Ebene drauf tun und in einen extra Ordner beides. Metalle. Shading. So. Ja, sieht schon sehr. Ich wollte Anlehnungen an Doom machen, weil Tauria hat bisher bloß Doom gespielt. Oder GTA, so, du weißt schon, so Peng Peng Pew Pew Spiele. Deswegen dachte ich mir einfach mal, yo. Ja, mach ich mal ein Spiel. So benutze ich mal wieder den. Ob das funktioniert? Hallo? Funktioniert? Okay. Anders will es nicht funktionieren. Einfach nur geil. Genau. Anscheinend muss ich für alle Metalle so extra Layer machen, wieder fürs Shading und so sind. So, denn andernfalls macht das Shading und das Lighting absolut gar keinen Sinn. Quatsch, Quatsch. Steuerung zurück. Ebenenmaske, Maske noch. Markieren und duplizieren. Passt, passt. Pinselgröße nicht so dense. Quatsch. So soll es dann aussehen. Gefällt das nicht. Was ich tun kann, ist es ein bisschen mehr in die lila Stufe zu bringen und somit einen Erhellungseffekt zu machen. Versuche ich es mal mit der einen Seite und dann probiere ich sofort und dann schaue ich mir an, wie das aussieht. Ist das hinten am Ende der Waffe ein kleiner Hamsterschwanz? Nein, das ist ein. Das ist so ein Mochi-Teil, weißt du? Das ist so ein Snack. Nein, natürlich ist es ein Hamsterschwanz. Duh.
Ich meine, es ist auch was, wenn man so Mochi-Teile in auf seine Waffe drauf baut. Ich meine, es ist eh schon ein bisschen grenzwertig, wenn man einen Getränkehalter an seiner einarmigen Bazooka drauf hat. Würde schon sagen, dass es so gut aussieht. Muss ich nur an der Luminanz ein bisschen, nee, an der Deckung ein bisschen arbeiten und dann sieht es schon klasse aus. Da warte ich, ich swipe schon mal um. So, die Größe sollte es haben. Siehst du's? Schreib schnell ja oder sowas. Ja, soll schon eine gewisse Größe haben im Vergleich zu Taurier. Natürlich kriegt sie das gehoben. Das ist halt die Waffe ist nicht nur technisch gesehen, sondern auch sondern hat auch magische Aspekte. Also ein bisschen Magie. Ein bisschen Magie hat sie. Aber nur ein bisschen. Die Sache ist, dieses. Ich hätte mir einfach gedacht, dass das Metall, aus das diese Waffe besteht, einfach bloß aus einem sehr leichten, aber auch mächtigen Metall erhebbar ist. Ja, würde ich auch sagen, dass es wie Thors Hammer, ich weiß nicht, ob es Jöfnir heißt oder so, funktioniert. Es funktioniert schon sehr ähnlich zu Thors Hammer, aber es ist nicht so, dass es nur von Tauri hebbar ist. Nee, es ist nicht so, dass nur eine gewisse Person den Hammer tragen kann. Leute, die den Hammer als die vom Hammer als würdig betrachtet werden, die können den Hammer heben. Und deswegen konnte das der Cap auch. Die Sache ist, die Waffe kann von jedem getragen werden, also kann von jedem gehoben werden. Es ist nicht so, dass es absolut unmöglich ist für jemanden, Tauris Waffe zu tragen. Ich meine, ein gewisses Gewicht. Mann! Hat immer noch den Tag Englisch. Wie kriege ich das hin, das umzustellen? Egal. Da schaue ich noch. Twitch ist neu für mich, okay? Ich hatte bisher nur Erfahrung mit YouTube. Mann, wo war ich nochmal? Du hast mich voll abgelenkt, Alter. Und du wunderst dich, warum wir Feinde sind. Einfach den englischen Tag rausnehmen und dann einfach Deutschen reinpacken. Schaue ich mal, okay? Ich schau mal. Ja, stimmt. Wie funktioniert das mit Tauria? Okay, mein Tablet hat sich wieder aufgehängt. Warte ganz kurz. So. warte. Jetzt ist er vollkommen am Spacken. Den mache ich kurz zu. Okay, hoffentlich kriege ich keine. Tablet Access stopped working. Ja, das würde ich auch sagen. So, ich meine, du siehst ja nicht, was für Probleme ich habe. Du siehst nur weiterhin. Yo, der hat ja noch sein Bildschirm an.
So, da werde ich mal ein bisschen an den Farben rumhacken. Werde ich mir sättigen, nicht so hell, mehr Sättigung reinhauen, ein bisschen mehr ins Bläuliche. Was ich hier noch tun kann, ist ein bisschen zu verwischen. Ja, siehst du gerade, man sieht, dass mein Tablet kleiner wird. Du meinst im Stream, oder? Warte mal kurz. So, siehst du mich? Hoffentlich sieht er mich. Quatsch. Hallo? Bam, 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 bam. Warte, ich schau bei mir selbst nach. Warte, ich schau bei mir selbst nach. So, passt. Ich habe nur kurz auf Pause gedrückt, weil meine Mutter plötzlich aufgetaucht ist. Und dann wieder nicht die Tür geschlossen hat. So, schaue ich mal ein bisschen Shading rein. Was man machen kann, ist etwas am Rad rumzudrehen fürs Shading. Natürlich muss es auch noch zum dazugehörigen passen. Okay, bis dann.
Ah, okay, wenigstens hat er die Tür zugemacht. Oh, Scheiße, ich hab. Ah, Mann. Ah, toll. Der hat auch nicht die. Die Scheiß-Tür hat er nicht zugemacht. So, wie sah das Shading nochmal aus? Ich habe es in. Wischt, mache ich von neu. Ich muss mir unbedingt irgendwie merken, wie ich shade. Shading Farben. So wird's passen. Ich frage mich echt, wer der Zweite ist, der gerade zuschaut. Oder schaut der AFK? Das kann auch sein. Quatsch.
So, Schädlinge an Stellen, wo Licht dran ist, ergibt absolut keinen Sinn. Deswegen sah es für mich etwas komisch aus. Oh, du bist wieder da für mich. Bist du nicht lieb? Also was ich mich frage ist, warum andere auch nicht da sind. Ich hab's doch auf Twitter angekündigt. Sind Leute nicht interessiert in Taurias eigene Waffe? Wenn schon nicht für mich, denn schon für Tauria. Verstehst du? Das absolut sinnfreie Shading. Also ich nenne es sinnfrei, weil die Schatten, wo es anschlagen, absolut keinen Sinn ergeben. Packe ich rein, um ein bisschen mehr Detailgefühl einzubauen. Aber ich schätze mal Luminanz auf 69 wird passen. Warte, ist das? Ah, stimmt, Shading-Farben. Uff. Das sind die Schrauben. Was ist denn der Griff? Das Ding braucht nicht wirklich Shading-Farben. Oh, okay, werde ich schon. So einfach pures Schwarz. Nicht. Werde ich ein bisschen mehr Weiß einbauen. Doch nicht. Sieht kacke aus. Sieht auch kacke aus. So könnte ich es machen. Und dann ein bisschen überblenden. Doch nicht. Überblenden soll kleiner sein. Mache ich das mal wieder ein bisschen größer. So.
sodass es ein bisschen passt. Wunderbar. Lighting kann ich, werde ich hier auch ein bisschen einbauen. Also man muss mit verschiedenen Herangehensweisen ein bisschen arbeiten können, sodass man einen vollen Effekt drauf hat. Natürlich müssen die Stile sehr ähnlich sein zueinander, damit es nicht absolut chaotisch aussieht und unverwirrend. Deswegen. Das hier sieht so. Wo ist denn der Griff? Da ist er. Bastard. Werde ich mal eine Auswahl hier stellen. Und hier sofort duplizieren. Da muss ich mir mal ein richtiges Shading ausdenken für hier. Ja, es wird passen. Mehr in die Graustufen. Weniger ins Lila. Wundervoll. Okay. Wunder dich nicht, ich habe nur was sichergestellt. Also der wo gerade zuschaut. Aha, das ist der Überkleter. Hab gerade nur was nach dem Grund gesucht, warum da so ein schwarzer Punkt war. So. Was ich hier mache ungefähr ist so eine Illusion von Details. Es gibt Künstler, die machen Illusionen aus Details. Was man darunter versteht, ist, dass man. Was versteht man zum Beispiel drunter? Gott, bin ich dämlich in Erklären.
Fuck, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Also nochmal wegen den, so tun, als würde man Details einbauen. Es gibt Maltechniken, dass, da schien es so, als würde es von Weitem aus ein, so ganz detailliert aussehen und ähnliches. Aber wenn man näher rankommt, dann sieht man, dass es halt sehr vereinfacht in Wirklichkeit ist. Also da hat der Künstler von Weitem aus nicht wirklich auf Detailaspekte geschaut. Sondern nur was von der Weiten her zu sehen ist. Was ich nochmal machen kann, ist. Luminanz weiter zurück. So, passt. Mich gerade gewundert. So. Lighting, genau. Ah, danke. So, du fragst dich bestimmt, wie kann es sein, dass eine dunklere Farbe tatsächlich wie eine Erhellung aussieht? Weißt du, jede Farbe ist einfach heller wie schwarz, also das. Ich gehe einfach nach dem Prinzip. Es sieht nur aus nach einem Lighting, aber in Wirklichkeit ist es einfach eine dunkle Tönung von Lila, das ich weiterhin bearbeite. Die Waffe ist einfach nur geil, da fällt mir gerade Deadpool 2 ein, wie er gegen Cable gekämpft hat, und Cable hat so eine mächtige Überwaffe erstellt. Und dann er so die ganze Zeit, das ist eine geile Knarre. So werde ich noch. Ich weiß nicht, ob man die Tür gerade gehört hat. So, werde ich hier mal unter. Verflixt. Weißt du, die Sache ist, ich teil ein Zimmer mit meinem Bruder. Und deswegen kann es sein, dass er manchmal reinstürmt. Dann muss ich wieder oder vorhin ist meine Mom aufgetaucht und ich musste auf Pause drücken. S. Lighting S, genau. So werde ich es beschriften. Auswahl erstellen, Auswahl Ebene Maske erstellen und schon wieder kann ich an Lighting arbeiten. Warte.
Ah, okay. Hab mich gerade gewundert. Quatsch. So. Die Herzchen, genau, die Herzchen, die werde ich auch noch ein bisschen Auswahl erstellen. Maske markieren, duplizieren. Okay, passt. Was ich schätze ich mal hier machen werde, ist wieder ein bisschen mit den Farben spielen und ein bisschen mit Mustern. Nicht mit solchen Mustern, braucht keiner. Gott, das sind alles schrecklich. So. Was ich hier gerade mache, ist halt ein kleiner Effekt, so dass es aussieht, als wäre da einiges abgenutzt oder vielleicht eingeweicht und ja. Und dann werde ich hier ein bisschen ein Lighting-Effekt reinhauen, weil warum nicht? So, da mache ich extra kein Ding hier, das ist ein Anhänger. Nur so Flecken. Das ist ein Anhänger hier. Die Flecken werde ich dann anders färben. Wundervoll. Ah ja, das Weiß. Auswahl. Ausfall markieren und dann werde ich das wieder duplizieren. Ja, das waren. Ich habe das in Blau gemacht, deswegen werde ich das auch in Blau shaden. So, ich werde immer besser in Shading. Sehe ich selbst schon. Und Erhellungen werde ich vielleicht das in grün machen. Genau. So grüne Highlights. Shading-Profi. Junge, ich bin nicht einmal fortgeschritten in Shading. Nee, ich bin fortgeschritten. Nee, oder nicht einmal, wenn ich so sage. Das sieht alles immer noch sehr cursed aus. Ja. Weil bei mir hängt das schon so 2, 3 Jahre Erfahrung mit drin, okay?
Das kann man nicht vergleichen. Es wäre unfair, das zu vergleichen. Das kann ich mal wegmachen. Die Schrauben könnte ich noch. Ah ja, es ist ein tatsächlicher Unterschied, wenn man zwischen der Leerfläche, zwischen dem der Ebenenmaske hier und dem und dem Ding hier unterscheidet, also wechselt. Was ich hier machen kann, ist einfach bloß Grau darf man einfach mit Schwarz schattieren. Es ist einfach so, sind Regeln. Ich meine, Shading funktioniert einfach nur so. Schau drauf, was gut aussieht. Das sind natürlich bloß meine Shading-Methoden bisher, aber wie die von anderen aussehen, das weiß ich gerade nicht. Hab mir auch nicht wirklich was abgeschaut, außer der Fakt, dass man einiges nicht unbedingt mit Schwarz schattieren soll, wie warme Farben, wie Rot oder Gelb. Aber dass es schon etwas mehr erlaubt ist bei kälteren Farben wie Grün oder Blau. Ja, es sieht schon mal nach was aus, würde ich mal sagen, wenn ich mal so behaupten dürfte. Ohne Lines sieht es ein bisschen mehr cursed aus. Ich habe auch die Lines ein bisschen dick gemacht. So, ist ist das Ganze drum schon mal fertig. Aber es ist noch nicht das Ende. Oh, uff. Das mach ich woanders. Das ist echt noch nicht das Ende. Was ich noch machen muss, ist sind die Projektile Design. Und in einem anderen Stream werde ich das hier fertig zeichnen oder vielleicht werde ich offscreen noch einiges fertig einige Justierungen machen, aber ich werde natürlich in einem Stream bearbeiten. Was ich hier gerade mache, sind die Projektile Design. Die Projektile heißen Bakuhamster. Das sind so pseudo-intelligente Wesen, die einem Gegner hinterherjagen und explodieren. Das kommt aus der Bazooka raus, sag ich dir. Du findest es geil. Nee, es war bezogen auf was anderes. Ach, Mann. So.
Meinst du die Funktionen der Waffe, oder? Ich meine ja, die Waffe, die ist schon eine Macht, das kann ich dir schon sagen. Ich schätze mal, diesen Stream werde ich dann auf YouTube hin exportieren und ja, auf mein Zweitkanal, auf meinem Erstkanal hat es nichts zu suchen. Bei meinem Erstkanal kannst du auch gern besuchen. Ich hab's angelistet im Ding. So, Feuerzeichnen ist eines der schwierigsten Sachen, die es gibt. Das ist brutal. Nee, Feuerbälle brauchen keine Nasen. Wozu denn? Auch wenn die kleinen Feuerbälle sehr knuffig sind, würde ich nicht empfehlen, sie zu umarmen. Sutta. Kann ich den Prototyp hinpacken? Wurscht. Also mit kleinen Wesen wie ja, mit kleinen Wesen kenne ich mich ein bisschen besser aus. Wie mit Waffen. Also, ich hoffe, das erkennt man. Was ich hier machen kann, ist zum Beispiel unter Quatsch, so nicht. Unter Bearbeiten kann ich hier transformieren gehen und dann frei transformieren in Clip Studio. Da kann ich ein bisschen mehr justieren, sodass es nach meinen Begierden passt. Gespiegelt sieht es auch gut aus. Wundervoll.
Ich würde schon empfehlen, deine Bilder zu spiegeln. Nur um zu sehen, ob du doch nicht irgendwie Fehler gemacht hast. Denn diese Fehler, die kann man immer beheben. Behebe immer deine Fehler. Also, wenn du meinst, dass es Fehler sind, wenn du meinst, dass es ein kleines Meisterwerk, das du gemacht hast, dann von mir aus. Es ist ein kleines Meisterwerk, das du gemacht hast. Omega Cute. Ich hätte nie gedacht, dass Omega ein Adjektiv werden könnte, aber okay. Gehe ich mal davon aus. Ab sofort benutzen wir Omega als als ein Adjektiv. Was ich hier machen werde, ist bei der Stabilisierung die Lines ein bisschen größer zu machen. Doch nicht. Die Lines lasse ich dünn. Jedes Mal, wenn ich wechsle zwischen die Stiftseite und die Radiererseite, dann drehe ich immer meinen Stift und manchmal fällt mir der Stift beim Drehen runter. Eve, hallo? Da bist du ja. Du bist sehr spät. Okay, Eve, ich zeig dir mal, was ich gemacht habe. Während der Stunde, wo du nicht da warst. Okay, da ist es. Die Knarre ist fertig. Alles okay, Eve, alles okay. Ich spieße nur rum. Ja, ihr sagt alles saugeil zu irgendwelchen Ballerwaffen. Das weiß ich schon. Bei Feuer muss man darauf achten, dass Feuer sehr random ist. Also Feuer ist zwar nicht unbedingt lebendig und kann allzu viele Formen annehmen, aber es kann sehr viele Formen annehmen. Aber man kann sagen, es ist sehr unvorhersehbar, sage ich mal. Deswegen können so Sachen auch. Nee, ich stehe auf und. Nee, ich stehe nicht auf Knarrenzeugs, aber die Farbpalette, die du gewählt hast, sieht mega nice dran aus. Ach so. Okay, da sind wir schon mal einer Meinung. Also nicht wegen der Farbpalette, ich meine, ich würde nicht wirklich meine eigenen Werke so hochsetzen. Außer wenn ich sie vorstelle zu anderen, dann schaue ich drauf, dass. Es ist eine kleine Marketingstrategie. Aber ja, wir sind uns sehr einig, wenn es um Waffen geht. Ich meine, wenn ich zum Beispiel selbst eine Waffe kriegen würde, dann würde ich einfach nur ein Doppelschwert nehmen, das ich ausfahren kann, wie bei einem bei eigentlichen Zwotronin.
ob ich so eine Strähne einbauen soll. Ja. Ja, das mache ich. Genau, Giro, du hast nicht gesagt, wie es dir geht, also echt jetzt. Menschen gibt's, Eve, ne? Mein Tag war langweilig. Ob Feuerhamster Zungen brauchen? Würde ich mal so schätzen. So ein kleines Dreieck. Oder so ein Dot. Genau, so ein Dot. Das sieht hervorragend aus. Brrr. Sieht aus wie ein kleiner Teufel. Ein kleiner Feuerteufel ist das. Pixelgröße. Also wenn du das meinst, verwende ich so. Also das, was ich gerade habe, hat so 1500 mal 1500. In deiner Situation ist es ein bisschen anders, weil du hast ja kein Grafiktablet noch. Deswegen. Ich weiß nicht. Ich war nie in deiner Situation, wo ich ein Zeichenprogramm hatte und kein Zeichentablet. Ich schätze mal, das werde ich dann löschen. Das mache ich dann einfach weg hier. Genau, sieht schon wieder besser aus. Mache ich das mal kurz weg und dann werde ich hier mal alles markieren, die Markierung umkehren und dann orange färben. Genau. Das ist auch das erste Mal, dass ich mit Outlines gearbeitet habe, die nicht schwarz sind.
Mann, welche Farbe würde ich? Ah, okay, ich mache immer so viel, wie mein Bildschirm maximal anzeigen kann. Ja, das ist auch eine gute, das sind auch gute Größen. Wie färbe ich eigentlich die Augen? Soll ich sie rot machen? Einfach. Naja, auf jeden Fall werde ich den Mund einfach blank rot draufhauen. So. Die werde ich auch löschen. Und das gehört auch nicht orange. Was ich hier mache, ist eine andere Frage. Vielleicht werde ich ein bisschen die Luminanz ändern und... Fuck, das sieht kacke aus. Das sieht besser aus. Das sieht wieder kacke aus. Mischt gelbliche Farben niemals mit schwärzeren oder so, okay? Das ist ein Fehler. Ihr habt gerade gesehen, was für ein Fehler das ist in Wirklichkeit. Ach, Quatsch. Es werden dann die Augen. Das Orange muss etwas dunkler und bei der Zunge. Ein dunkleres Orange bei der Zunge, meinst du? So könnte ich nicht arbeiten. Ich werde die Sättigung etwas abtun. Quatsch. Quatsch. Ah, Quatsch. Also die Zunge kann ich schon ein etwas dunkleres Rot geben, so in der Richtung. Und der Mund, der kommt dann in eine orangene Ebene. Passt. Meinst du so ungefähr, oder? Wo habe ich nochmal die Outlines genau? Da sind sie. Weg damit. So. Ja, klasse, es hilft mir tatsächlich weiter. Danke, Yves.
Ich glaube, die werde ich auch diesen dunkleren Ton geben, oder? Mal schauen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen experimentieren. Oder ich gebe dir auch dem auch einfach die blankrote Farbe. Und hier kommt dann eher die dunkelrote Färbung hin. So. Aha. Habe ich etwas von der Weiten gesehen. Okay. Bis dann, Eve. Was ich hier machen kann, sind gelbliche Highlights. Und hier dann auch ein bisschen. So, das sieht überhaupt nicht vollkommen blutrünstig aus. Dann werde ich hier noch so weiße Dots einbauen. Ja, die sehen aus wie kleine Monster. Das sieht schon mal. Das ist super. Ich habe absolut gar keine Angst vor denen. Nein, gar nicht. Gott, was zum. Was hat. Alter. Was für eine Macht ich Tauri übergeben könnte. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Da muss ich aber echt hauen. Ah ja. Thank you.
Ach, das sieht viel eher wie Shading aus, wie. Naja, auf jeden Fall werde ich hier. Quatsch! Nein, das wollte ich nicht. Ah ja. Genau, wollte ich hier noch ein bisschen weiter ins Hellere rein. Natürlich will ich den gleichen Rotton haben wie. Na super, jetzt sieht es aus wie ein Pikachu. Mann, ich wollte einfach bloß rote Backen machen, aber stattdessen mache ich ein Pikachu. Ich weiß nicht, ob so kleine Feuer-Pikachus, die aus einer Bazooka rauskommen, ein bisschen. Ich glaube, die roten Backen lasse ich weg. Hey, sieht immer noch aus wie Pikachu. Ah! Ah! Das tut weh. Naja, auf jeden Fall. Genau, so kann ich es zum Beispiel machen. Quatsch. So. Was ich noch machen kann, ist die Auswahl hier zu duplizieren.
jetzt einröten und dann beim Filter Gaussian. Ah, okay, hab mich gerade gefragt. So, diese kleinen Feuer-Pikachus, oh ja. Musste ich ein bisschen mehr experimentieren, wie ich dachte. Ah. Ja, okay, es wird 7 Uhr. Also für heute werde ich mal fertig. Nächstes Mal kommt dieses Bild. Ah ja. Ja, danke, dass ihr zugeschaut. Mann, bin ich mit Gehen beschäftigt gerade. Danke, dass ihr zugeschaut, gesehen habt. Gott, verdammt, mein Deutsch ist so dämlich. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und ich werde schon mal in die Ending-Sequenz reingehen. Bis dann. Ja, okay, tschüss.